Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Diese Statue von Johannes von Nepomuk, dem Brückenheiligen aus Böhmen, steht Ecke Flürschitzstraße, Gaudenzdorfer Gürtel. Ja, und gleich über der Flürschitzstraße ist dann auch der Heidenpark, eines der Erholungsgebiete des 12. Bezirkes. Diese Jungs spielen offensichtlich nicht im Heidenpark. Sie spielen mit ihren Zicklein, und zwar vor dem Gemeindebau Fockegasse 53. Auch diese Jungs spielen allerdings mit Instrumenten. Der eine hier auf dem Cello, der andere auf der Quetschen- oder Ziehharmonika. Zu finden sind die zwei im Edmund-Reismann-Hof, einem großen Gemeindebau im 12. Gemeindebezirk, von dem wir uns hier mal einige Impressionen ansehen wollen. So wie hier auch diese liebevoll gestaltete Vorgartenlandschaft. Halt, wer ist denn da? Ein Gast. Nach dem Motto, nur der frühe Vogel fängt den späten Wurm. Wie weitläufig diese gesamte Anlage eigentlich wirklich ist, zeigt der Plan. Alles Rote sind Gemeindebaustiegen. Und was man alles nicht darf, nun, das kennen wir ja. Der Edmund-Reismann-Hof befindet sich am Fuchsenfeld. Und gleich gegenüber, nur durch die Längenfeldgasse getrennt, ist der Fuchsenfeldhof, erkennbar auch an diesem Fuchs über dem Brunnen. Auch da wollen wir uns mal einiges aus dem Hof hier innen anschauen. Musikeralarm, noch einmal, naja, das sind wohl die Freunde von den Zweien aus dem Bau gegenüber. Der hier spielt Dudelsack und der spielt auf der Tuba, denn die Tuba bläst der Huber. Hier hat jemand offensichtlich eine Vogelscheuche aufgestellt. Etwa gegen diesen Herrn? Gegen den Storch aus dem gegenüberliegenden Park? In vino veritas oder auch auf Wienerisch, Kinder und Psoffene sprechen die Wahrheit. Ecke Wilhelmstraße, Albrechtsberger Gasse befindet sich dieses wunderschöne Mosaik über Neu-Margareten. Diese Badende steht in der Niederhofstraße 10 bis 12. Und gleich gegenüber auf Haus Nummer 17 haben wir dieses Bild einer Mutter mit ihren Kindern offensichtlich. Babyelefant? Nein, nur ein Trinkbrunnen, der ein bisschen in der Form daran erinnert. Alle Teile des 12. Bezirkes sind hier in Bildform am Gemeindebau am Meidlinger Platzl zu erkennen.
Und im Hof dieses Gemeindebaus sitzt diese unbekleidete Schönheit, die die optimale Überleitung darstellt zu unserer nächsten Person auf einem Bild, nämlich diesem Schwimmer beim Theresienbad. Und hier am Megazi-Platz haben wir jetzt auch endlich die Kirche zu unserem allerersten Gast heute, nämlich zu Johannes von Nepomuk. Keine Badegäste des Theresienbads, nein, diese eher Sonnenbadenden, finden wir in der Arndtstraße 47 als Mosaike. Gleich ums Eck in der Assmeyergasse 5 bis 7 gibt es dieses wunderschöne Wandfresko. Und daneben haben wir die Magna Mater Austriae, sprich die Madonna von Mariazell. Nochmal daneben auf Assmeyergasse Nummer 11 ein weiteres Fresko mit spielenden Kindern. Diese Lesende liegt ganz gemütlich im Hof von Längenfeldgasse Nummer 16 und hat auch einen sehr aufmerksamen Zuhörer dabei. Wisst ihr übrigens, was es auf Wienerisch heißt, wenn jemand ein Steckenpferd hat? Ja, nicht das, was dieser kleine Mann hat, der reitet drauf, aber Steckenpferd haben bedeutet ein Hobby zu haben. Die Schwester des kleinen Mannes hier hat allerdings auch ein Hobby, und zwar Haustiere. Der Ernst-Reuter-Hof Eckeböckgasse Längenfeldgasse hat diese zwei wunderschönen Fresken zu bieten. Eine sehr hübsche Rutsche hat man hier im Hof des Gemeindebaus Längenfeldgasse 20, Steinbauergasse 36 aufgestellt. Aus Stein, aber man beachte die Stufen mit Mosaiksteinchen besetzt. Und in diesen Brunnen, da braucht der Frosch oder Froschkönig wohl keine Angst haben, dass er hineinfällt. Da wird wohl lange kein Wasser drinnen gewesen sein. Vicky und die starken Männer sind es nicht, sondern drei Putti, das ist die Mehrzahl von Putto, die die Weltkugel im Gemeindebau Arndtstraße 27 bis 29 tragen. Kunst im Doppelpack gibt's in der Rauchgasse 15 bis 17. Zunächst mal diese Figur Mutterglück als Brunnenplastik und im Hintergrund dieses wunderschöne Relief. Der Künstler nannte sein Werk Vogelbaum. Welchen würdet ihr nehmen? Links oder rechts? Warum ich bei diesen Mosaiken an Vivaldi denke? Nun, es handelt sich um die vier Jahreszeiten und wir finden sie an den Häusern Ruckergasse 54 bis 58. Wo wir auch, egal in welcher Jahreszeit, diesen Mann mit Kalb finden können. Man höre und staune, in der Meidlinger Kaserne ist neben der Flugpolizei unter anderem das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention untergebracht. Momentan ja sicher sehr aktuell. Durch die Hohenbergstraße ist es dann nur ein Katzensprung zum Schlosspark Schönbrunn, der von diesen zwei Sphinxen regelrecht bewacht wird. Eine Geschichte aus der Zeit der zweiten Türkenbelagerung 1683 erzählt uns diese Kapelle. Hier steht nämlich das sogenannte Moldauer Kreuz, welches von Scherban Cantacuzino, dem Anführer der christlichen Walachen, in der Schlacht gegen die Türken zur Befreiung Wiens aufgestellt wurde. Musik.
Am Schöpfwerk Nummer 31 finden sich 4 Steinreliefs mit dem Titel Abstrakte Figurenfriese aus dem Jahr 1979, also nicht ganz aus dem Erbauungsjahr der Schöpfwerkbauten, sondern ein bisschen später. Zarnaschker Gasse 26 sieht hier dieses Gebilde namens Raumstürmer. Und unweit davon ist der Gläselplatz, und da wird es nicht ganz so modern, der heilige Augustinus bewacht die Pfarrkirche Altmannsdorf am Gläselplatz. Kommen wir nun zu ein paar Gemeindebauten in Untermeidling. Hier in der Kaplusgasse 10 bis 12 eine Rutsche für Kinder. Dann dieser mächtige Seelöwe in der Wienerbergstraße 12. Oder dieser verspielte Brunnen mit Tieren in der Untermeidlinger Straße 67. Und ich glaube, ich sehe schon blaue Mäuse. Nur ein Haus weiter auf der Wienerbergstraße 14 befindet sich dieses sitzende Mädchen. Aber den Friseur würde ich verklagen. Und auf Wienerbergstraße 16 finden wir diese zwei Figuren. Putti, der eine mit Gans, der andere mit Bären, den man hier leider nicht ganz sieht. Wienerbergstraße 36, dieses Fresko an der Hausmauer, ist eine sehr gelungene Darstellung einer Hochzeit. Hier noch rasch eine abendliche Wildschweinsichtung in der Jägerhausgasse, wo sonst. Und mit diesem Akrobat schön vor Lengenfeldgasse Nummer 3 verabschiede ich mich vom 12. Bezirk.